Einen schönen guten Tag zusammen. Hier meldet sich Rako zurück. Der Anlass ist das kürzlich veröffentlichte Video, in dem ich mit Ronny zusammen Dota spiele. Und aus ein paar Kommentaren habe ich dann für mich die Erkenntnis erlangt, verdammt, natürlich kennt immer noch nicht jeder Mensch auf dieser Welt Dota. Insofern ist es ein bisschen blöd gewesen, das Video einfach so hinzustellen und wir fachsimpeln da mit Ausdrücken, von denen wahrscheinlich manche noch nie in ihrem Leben gehört haben und kommen dann einfach nicht mit. Darum dachte ich mir, ich mache jetzt ein kurzes, ich hoffe es wird kurz, ein Anleitungsvideo, wie spielt man Dota, wo ich nochmal das Spielprinzip kurz erkläre mit ein paar Details, mit den Begrifflichkeiten, wie das alles so zusammenhängt und funktioniert. Und ich habe mir eine spezielle Version von Dota runtergeladen, die mit Bots spielbar ist, weil ich werde mir für einige Sachen dann Zeit lassen, alles in Ruhe zu erklären. Da ist es wenig förderlich, wenn ich dann online mit Leuten spiele, die mich dann einfach umklatschen, weil ich gerade dabei bin, was zu erklären. Ohne große Umschweife fangen wir dann einfach auch an. Sollte man Schmatzgeräusche hören, esse ich hier gerade Orangen. Sehr lecker, solltet ihr alle tun. Sehr gesund, viel Vitamin C. Ich wette, keiner von euch ernährt sich vernünftig. So. Was wir hier jetzt sehen, ist die mögliche Auswahl der Helden. Zu Beginn des Spiels sucht sich der erste Spieler einen Modus aus. Natürlich in der Regel vorher vereinbart wird. Ich nehme jetzt einfach mal den Modus AR, was heißt, dass jeder Spieler zufällig einen Helden bekommt. Oder auch nicht. Okay, dann ist jetzt der, weil ich wahrscheinlich zu spät war, ist automatisch der normale Modus AP genommen worden, was so viel heißt wie... Nein. Das habe ich jetzt schon mal klassisch verkackt. Der klassische Modus ist, dass es gibt zwei Parteien. Fangen wir doch erstmal mal so an. Es gibt die Sentinel, die Guten, und die Scourge, die Bösen. So. Der Default-Modus, wenn man so will, ist, dass die Leute auf der Sentinel-Seite eben nur Helden auswählen können von der Sentinel-Seite und bei den Scourge entsprechend andersrum. Das ist allerdings ein Modus, der online eigentlich nie praktiziert wird, sondern man unterscheidet zwischen, jeder kann wählen, was er will, oder alle kriegen was Zufälliges, oder man aus einem bestimmten Pool von Helden wird was ausgewählt. Ich werde jetzt nochmal versuchen, den Modus zu aktivieren, dass jeder einen zufälligen Helden bekommt. So, AR für All Random. So, ich habe einen, wie soll man das nennen? Einen sehr gemütlichen und vielleicht auch ein bisschen lame Helden bekommen, den Doombringer. So, was wir hier sehen, ist unsere Basis. Wenn jetzt hier der ganze Text mal weg ist, clear. So, das sind unsere Helden. Und das hier ist unsere Basis. Das Ganze ist etwas unübersichtlich, muss man zugeben. Das Spiel basiert ja komplett auf allem, was Warcraft 3 an sich zu bieten hat. Das heißt, die Shops sind de facto Personen oder solche Gebäude. Und in diesen Gebäuden, beziehungsweise bei den Personen, gibt es allerhand Items, die bestimmte Attribute oder Fähigkeiten wecken, erhöhen, verbessern. Und ja, viele dieser Items sind auch miteinander kombinierbar, um dann stärkere Items auf höherer Stufe zu bekommen. Das ist ein großer Vorteil von League of Legends, einer später gefolgten Adaption mit komplett eigener Engine. Man hat dann ein recht übersichtliches Menü, wo man sehen kann, wo gezeigt wird, welche Items man kombinieren muss, um sein Wunsch-Item zu erhalten. Man kann diese Items dann auch per Klick direkt auswählen. Jetzt ist mir doch hoffentlich nicht das Spiel abgeschmiert. Nein, da ist es wieder. So. Man kann dann auch per Klick eben direkt diese Items kaufen und muss sich hier nicht durchwuseln. Also am Anfang muss man wirklich auswendig lernen, welche Items sind bei welchen Händlern. Und das ist natürlich für Neulinge ganz schwer reinzukommen. So. Wir haben hier drei Lanes, also drei Bahnen, auf denen, also hier oben,
die Lane, die sich hier oben lang zieht. Wir haben die Lane hier in der Mitte, die diagonal hochgeht über den Fluss bis in die gegnerische Basis. Und wir haben auch entsprechend die untere. Alle Lanes werden durch Türme geschützt. Zwei auf jeder Lane. Und wir sehen hier diese Figuren, gemeinhin Minions oder Creeps genannt. Weil für die Sentinel, das sind diese Bäumchen hier, die Scorch haben diese Ghule. Und die laufen einfach stumpf ihre, die spawnen, laufen stumpf ihre Lanes ab und treffen dann halt irgendwann aufeinander. So. El Rodriguez ist online, schön. Da würde sich also entsprechend irgendwann nicht viel tun. Hier kommen natürlich die Helden ins Spiel. Jeder Spieler kontrolliert einen Helden. Und ja, Ziel ist es eben, die gegnerische Basis zu stürmen und das Hauptgebäude, den Frostthron oder den Weltenbaum, zu zerstören. Man sammelt erstmal Erfahrung und Geld, indem man gegnerische Creeps tötet. Und vermeidet unbedingt auch von Gegnern getötet zu werden. Woran man sich auch erstmal gewöhnen muss, ist, dass man doch sehr vorsichtig spielen muss. Man hat nur begrenzt HP. Also wenn ich, es würde wenig bringen, wenn ich jetzt einfach in die Gegner reinrenne und da um mich berserke. Dann verliere ich sehr schnell meine HP, dann greifen mich die gegnerischen Helden an und ich bin Geschichte. Das heißt, man muss Geduld für dieses Spiel haben, wo wir auch schon an den ersten Haken bei vielen haben. Denn die haben diese Geduld nicht, die wollen Action und im Zweifelsfall rennen sie eher in die Gegner rein und sterben und haften dann aber das den Teammates an. Die Community ist nämlich in Dota auch ein Problem. Allerdings habe ich jetzt mittlerweile gehört, dass die auch in sowohl in League of Legends als auch in HON, die unterscheiden sich da nur in Details, sind allesamt unfreundlich und schwierig für Anfänger reinzukommen. So, das sind die beiden gegnerischen Helden. Jeder Held hat ein eigenes Set an Fähigkeiten. Die kann ich hier nochmal zeigen. Es sind immer vier Fähigkeiten. Und die letzte Fähigkeit stellt immer das sogenannte Ulti dar. Eine besonders starke Fähigkeit, die sich auf Level 6, Level 11 und Level 16 skillen lässt. Die anderen Fähigkeiten lassen sich jedes Level erhöhen. Ich zeige das jetzt einfach mal gleich, wie man das noch spielt, praktisch an meinem Helden. Ich habe eine Fähigkeit, die ich jetzt aber noch nicht skille. Die bewirkt, dass ich ein gegnerisches Creep verschlucken und langsam verdauen kann. Das heißt, dieser Creep-Kill gehört auf jeden Fall sicher mir und ich bekomme die EP und das Gold dafür, sobald ich das Creep verdaut habe. Ich habe eine Fähigkeit, die solch einen Feuerring bewirkt. Und der hat zur Folge, dass mein Held auf diesem Feuerring schneller läuft. Hat es noch ein? Nee. Er regeneriert etwas schneller HP und läuft schneller, während andere, glaube ich, leicht Schaden nehmen, wenn sie durch das Feuer laufen. Meine letzte Fähigkeit ist etwas kompliziert. Die macht einfach Schaden und bei gewissen Levelzahlen, also wenn das, momentan ist es so, dass wenn der gegnerische Held, wenn das Level eines gegnerischen Helden 5 oder ein Vielfaches von 5 ist, macht das extra Schaden. Das ist jetzt aber nicht weiter relevant. Also man sieht, es ist am Anfang mehr oder weniger unspektakuläres Geplänkel, in der Regel zumindest. Also wir töten gegnerische Creeps und pushen vor. Die töten dann irgendwann unsere Creeps, es geht wieder zurück. Auch hier gibt es aber schon verschiedene Ansätze, das Spiel zu gestalten. In der Regel, wenn man etwas geübter ist, wird man die gegnerischen Viecher nicht mehr mit einem Autoangriff angreifen, sondern wird eher versuchen, abzupassen, dass man nur den letzten Schlag setzt. Derjenige, der eben den letzten Schlag an einem Held oder an einem Creep setzt, der bekommt die EP, beziehungsweise den Hauptanteil der EP und das Gold. Und wenn man jetzt natürlich die gegnerischen Creeps nur für den Last Hit angreift, heißt das, dass sich das Feld nach hinten zum eigenen Turm verlagert. Das ist im Early Game, also im frühen Spiel, allerdings ein Vorteil, da so die gegnerischen Helden immer Gefahr laufen, zu nah an unseren Turm ranzugehen und von dem hart getroffen werden. Würden wir jetzt einfach nur pushen, dann würden wir eben an deren Turm stehen und zur Untätigkeit verdammt sein. Zudem
wenn man sich jetzt mit Freunden, das ist mit Bots eben leider nicht möglich, würden wir uns jetzt mit Teamkameraden verbünden und sagen, komm, wir machen jetzt hier, starten einen Angriff auf die, können Freunde von uns, zum Beispiel von der mittleren Lane, hier durch den Wald sich ihren Weg bahnen, hier angreifen und dann haben die Feinde eben noch einen relativ weiten Weg zurück hinter den sicheren Turm. Also es hat gewisse Vorteile, sich zurückfallen zu lassen, zumindest am Anfang. Ist die Gelegenheit günstig, startet man einen Angriff, um den gegnerischen Helden zu plätten und dann im Idealfall auch weiter zu pushen, denn Ziel ist es eben, die Türme zu zerstören, damit man weiter vordringen kann. Es ist prinzipiell möglich, nein, es ist nicht möglich, den Turm, der jetzt hier hinter liegt, anzugreifen, solange der vordere nicht kaputt ist. Man muss sich also schrittweise vorarbeiten und ja, so ist es einerseits, so kann es einerseits wichtig sein, man kann versuchen, das Spiel zu dominieren, indem man ein Team hat oder eine Taktik, eine Strategie einsetzt, bei der man immer wieder übers Ganken, wie man diese Gruppenangriffe auf Gegner nennt, die gegnerischen Helden zu töten. Das bringt viel EP, viel Gold, der Gegner kann in der Zeit auch nichts machen. Es gibt aber auch sogenannte Push-Taktiken oder es gibt eben Helden, deren Stärke speziell im Pushen liegt. Das heißt, im immer vorwärts drängen mit den Creeps. Was ihr jetzt gesehen habt, war der Lion, der Demon Witch, der uns zur Hilfe gekommen ist. Der ist bereits auf Level 7 und hat daher einen Angriff gestartet, um den feindlichen Helden zu schlachten. Ja, das sollte ich kurz sagen. In der Regel verläuft es so, da man ja mit 5 Helden spielt, dass sich 2 Helden auf die untere Lane verteilen und 2 Helden hier auf die obere immer. Und einer nur sich in der Mitte ein Duell mit seinem Feind liefert. Das ist in der Regel ein Fernkampfheld, weil man der mittleren Lane gerne eine strategisch wichtige, große Bedeutung beimisst. Allerdings setzt man auch gerne in der Mitte den sogenannten Carry ein. Der Carry ist ein Held, der das Potenzial hat, im Late Game das Spiel maßgeblich zu beeinflussen. Weil er sehr stark wird, weil er sehr starke Abilities hat. Jetzt geht Axe hier in die Vollen. Wollte mich angreifen. Unser Carry zum Beispiel, wenn ich mir jetzt unsere Helden ansehe, wird wohl am ehesten... Boah, wer ist denn bei uns der Carry? Haben wir überhaupt einen richtigen Carry? Weiß ich nicht, aber ich glaube, bei den Gegnern könnte es der... Ja, es gibt meistens eine Art Carry. So, jetzt haben wir hier den Tidehunter noch bei uns, der auch... Oh! Was wir hier gesehen haben, dieser herumspringende Ball, das war die Spezialfähigkeit, also das Ulti vom Lich. Oder Lich. Das ist ein dicker Frostball, der zwischen gegnerischen Einheiten hin und her springt, sein volles Wirkungspotenzial also da entfaltet, wo im Idealfall nur 2 Feinde sind, damit der Ball immer schön hin und her springen kann. Das hat mich jetzt getötet. Nach kurzer Wartezeit, die wird später, je höher das eigene Level ist, noch ansteigen, bin ich wieder in der Base und kann die Gelegenheit wenigstens mal nutzen, um einzukaufen. Ich kaufe mir Boots auf Speed. Ein wichtiges Standard-Item einfach. Weil Bewegungsgeschwindigkeit essentiell wichtig ist, um Gegner zu verfolgen oder auch ihnen zu entkommen. So, ich gehe wieder auf die untere Lane. Die beiden Gegner, die hier waren, diese haben sich jetzt in die Mitte bewegt, um den Turm zu pushen. Und zwar mit Erfolg. Ja genau, Pusher. Es gibt Helden, die sind eben sogenannte klassische Tanks, die halten viele aus, stehen in erster Reihe. Es gibt Agility-Helden, die sich durch weniger HP und viel Schaden auszeichnen und Intelligenz-Helden, die auch in der Regel hohen Damage-Output und coole Fähigkeiten haben. Pusher sind zum Beispiel sowas wie der Held, der jetzt nicht im Spiel ist, der Prophet. Er kann Waldgeister, beziehungsweise also er kann Treants erschaffen, zusätzlich zu den Creeps, die es schon gibt, und damit immer nach vorne drücken und hat einfach die eben gute Fähigkeiten, das Feld nach vorne zu verlagern. Solche Pusher können im Late Game extrem wichtig sein. Es kann zum Beispiel sein, dass das eigene Team dem gegnerischen irgendwie unterlegen ist, weil man immer auf den Sack kriegt, aber wenn man ein oder mehrere Pusher hat, kann es sein, dass man trotzdem die gegnerische Basis belagert und den Gegnern so Schwierigkeiten macht.
So, ich bin endlich auf Stufe 6. Hab jetzt meinen Doom. Doom ist eine Fähigkeit. Das ist ein Dot, also eine Fähigkeit, die Damage over Time macht. Der Gegner ist verstummt, kann also nicht zaubern. Und er nimmt einfach massiven Schaden. Und kann dagegen nichts tun. Es ist eine lame Fähigkeit, die man vorzugsweise auf einen Gegner drauf macht, der schon angeschlagen ist. Dann setzt man das Doom drauf und freut sich einen Keks, wie der Gegner langsam verreckt und zugrunde geht. So, jetzt ist mein Kollege hier ein bisschen leichtsinnig. Man kann Bots leider eben auch nicht sagen, bleibt... Oh, da ist das Ulti schon wieder. Wenn er den Feuerball wirft, ist es eben gut, nicht zu den Freunden hinzulaufen, sondern von ihnen weg. Denn dieses Hin- und Her-Hopsen funktioniert nur über eine gewisse Distanz. Und wenn man sich von den Kollegen entfernt, dann verpufft der Ball. So, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Karte. Hier unser Freund der Tidehunter läuft irgendwo im Wald herum. Hier in der Mitte. Also noch stehen alle Türme, auch wenn unser Turm hier schon arg angeschlagen ist. Auf beiden Seiten, die durch diesen Fluss getrennt werden, gibt es noch einen Wald. Und diese grünen Punkte hier, das sind sogenannte Creepspots. Das sind, das kennt man auch aus dem normalen Gefechtsmodus aus Warcraft 3. Es gibt hier Creeps, die im Wald herumstehen, die man auch farmen kann, um Geld und Erfahrung zu sammeln. So, jetzt habe ich meinen Doom auf den drauf gemacht und wenn, und der Witch, Demon Witch hätte noch seinerseits eine Fähigkeit draufhauen können, um den Lich weiter zu schwächen. Naja, man sieht, da ist nicht viel passiert. Aber ich wollte unsere Crystal Maiden retten, die... Und jetzt hat der Demon Witch mich gerettet. So, und jetzt rette ich den Demon Witch und das eine Hand... Oh, das geht nicht gut. Und da halte ich mich lieber raus. Wenn ich jetzt gucke, es steht 2 zu 2. Beide Teams haben jeweils zwei Gegner getötet. Und in solchen Momenten ist auch wichtig, man muss sich beherrschen. Ich hätte in dieser Situation nichts mehr tun können, um ihr zu helfen. Manchmal ist es besser, wegzubleiben, als einfach stupide und hirnverbrannt in die Gegner reinzurennen. Das ist auch etwas, das man Teamkameraden oftmals nur sehr schwer begreiflich machen kann. Die beschweren sich dann, why didn't you help me, why didn't you do anything? Wenn man ihnen beibringen will, dass man nichts hätte machen können, kriegt man ja dort am Ende doch nur einen Flame ab. So. Und das sind sehr unangenehme Helden für mich. Der Ex-Tank hält sehr viel aus, gibt auch, teilt auch gut aus und der Lich mit seinem Fernkampf ermöglicht es mir jetzt als Nahkämpfer hier kaum ins Geschehen einzugreifen. Ich habe mit dem Doombringer außerdem Doom halt auch keine Fähigkeit, die jetzt einen dicken Schaden macht. Keinen Stun oder einen Laserstrahl oder was weiß ich was. Ich bin gerade so ein bisschen... So, der Lich ist angeschlagen, aber ich kann jetzt nochmal gucken, dass ich mich verschnelle. Oh! Doom ist auf dem drauf. Ich werde jetzt sterben. Oder? Werde ich sterben? Ich werde nicht sterben. Und mein Doom hat den Lich irgendwo hier auf dem Weg zurück verbrannt. So, da ich genug Geld habe, gehe ich in die Basis zurück. Und vor allem da ich genug Geld habe und vor allem... Oh, stimmt ja gar nicht. Mein Level Death macht ja dicken Schaden. Das habe ich jetzt in meinem Redeschwall völlig vergessen, dass ich ja doch eine Fähigkeit habe, die Schaden austeilt. Mein Fehler. Vielleicht wäre das Match bisher jetzt anders gelaufen. So, ich habe wenig HP und Gold. Also es ist natürlich clever, in die Basis zurückzugehen, sich hier am Brunnen zu heilen und dabei einzukaufen. Ich habe meine Boots of Speed kombiniert mit den Gloves of Haste und kombiniere das wiederum mit dem Belt of Giant Strength und kriege dadurch einen Spezialschuh, der mir Bewegungsgeschwindigkeit und Stärke und Angriffsgeschwindigkeit gibt. Diese Rezepte muss man einfach lernen mit der Zeit, das gibt sich. Am Anfang ist man erschlagen davon, aber später weiß man, wo was ist. Und zumindest bei mir ist es so, irgendwann hatte ich so meine Helden, mit denen ich spielen konnte. Und dann habe ich mich einfach nur noch an die geheftet. Und dann weiß man auch einfach, welcher Held was braucht. So, ich gehe jetzt mal auf die obere Lane. Schau mal, was hier so los ist. Dazzle ist auf Level 9.
Da würde mein Level Death besonders viel Schaden dran machen. Also das war besonders viel, allerdings war die Auswirkung jetzt eher kläglich. Das könnte unser Carry sein hier, der Dragon Knight. Der ist ein krasser Pusher. Egal was passiert, er kann sich, sein Ulti ist, dass er sich regelmäßig in einen Drachen verwandeln kann, als der er nur schwer zu stoppen ist, und er ist ein Tower-Pusher, wie er im Buche steht. So, jetzt habe ich den Dazzle. Das ist nämlich eigentlich mache ich hier gerade Quatsch. Wenn der Gegner volle HP hat, ist es blöd, seine Fähigkeiten so zu verschwenden. Das Doom wird ihn nicht umbringen. Da ich gegen Bots spiele, erlaube ich mir aber den Spaß, und da er nicht zaubern kann und HP verliert, muss er sich auch erstmal ein bisschen zurückziehen, was uns Luft gibt. Aber es ist eigentlich eine krasse Mana-Verschwendung. Man muss da eigentlich warten und sich mit Kollegen absprechen. Das kann ich hier aber auch nicht. Hier auf der Minimap sieht man auch so grob, was passiert. Die Farben muss man auch einfach lernen, welche Farbe zu welchem Team irgendwann gehört. Auf der unteren Lane ist gerade kein Freund von uns. Was gibt es denn noch über Dota, was man sagen muss? Genau, in Public-Spielen oder in Spielen mit anderen Spielen allgemein muss man Misses ansagen. Miss bedeutet, wenn auf der eigenen Lane plötzlich einer oder mehrere der feindlichen Helden weg sind, besteht die Möglichkeit, dass sie weg sind, weil sie auf eine andere Lane gehen, um einen anderen Helden zu ganken. Also wenn hier plötzlich beide weg sind, dann muss ich das ansagen, weil es sein kann, dass die sich hier vielleicht in die Mitte hin bewegen, um meinen Teamkollegen fertig zu machen. Und diese Ansagen sind von höchster Wichtigkeit, damit alle vorbereitet sind, damit die wissen, oh, da stimmt was nicht. Damit die, die gerade weit fort nach vorne pushen, sich vielleicht wieder zurückfallen lassen, weil sie wissen, oh ja, die wollten uns haben. Wenn diese Misses ausbleiben, was immer wieder passiert, kann es sein, dass man überrascht wird. Plötzlich sind da vier Helden oder fünf und man, ja, ist im Arsch. So. Dazzle hat jetzt ist stark angeschlagen. Mein Doom hat noch ein bisschen Abklingzeit, deswegen setze ich meinen Level Death drauf. Und jetzt ist mein Doom drauf. Das sollte ihn töten. Oh, jetzt sind hier mehrere gegnerische Helden, um uns abzufangen. Da ziehen wir uns lieber zurück. Und da Dazzle durch den Doom nicht zaubern konnte, sich auch nicht heilen konnte, frage ich mich, wie er das noch überlebt hat. Aber vermutlich macht mein Doom einfach auch noch nicht genug Schaden. Ich bin erst auf Level 8 und bin damit, wie man hier sehen kann, Level 9, Level 11, Level 10. Ich bin, glaube ich, gerade der mit dem niedrigsten Level. So, jetzt sind wir hier im gegnerischen Turm und die haben Priorität. Die haben uneingeschränkte Priorität. Allerdings machen die viel Schaden. Sollte man nicht bereitwillig alles schlucken. Und da fällt er. Das gibt Bonusgold für alle. Der den letzten Schlag am Turm macht, bekommt nochmal extra viel. Unser Turm in der Mitte ist auch schon vor langer Zeit gefallen, genauso wie der gegnerische. Während auf der unteren Lane noch alles beim Alten ist. So, ich werde auf mein erstes großes Item hinarbeiten. Viele kaufen sich erstmal viele kleine Kombinations-Items. Dies und jenes. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Freund von. Ich kaufe mir meine Boots, kaufe mir vielleicht so einen Bracer, so eine Kleinigkeit. Und dann versuche ich schon auf dicke Items hinzuarbeiten. Die werden ja meistens aus verschiedenen Komponenten kombiniert, sodass mir die Komponenten schon was bringen. Und wenn ich dann alle Komponenten zusammen habe, nochmal einen dicken Schub geben. Das hier ist nochmal ein geheimer Shop, der sich hier im Wald befindet. Die Gegner haben hier auch einen. Diese Items bekommt man nicht in der Base. Ich kaufe mir hier einen Point Booster und werde den, wann immer ich genug Geld habe, mit drei weiteren Items verbinden, um einen mächtigen Stab zu kreieren, der die nette Eigenschaft hat, meinen Doom noch zu verbessern. Also die Dauer und den Schaden meines Dupes verbessert. So. Der gegnerische Held gerade hat man gesehen, der war alleine auf weiter Flur.
Und alleine so weit, ins, so tief ins Feindesland vorzudringen, tut mir leid, ist keine gute Idee. Dann wird man von zwei oder drei Helden überrascht und abgemurkst. Überhaupt gilt so die Prämisse, so ganz alleine den Fluss überqueren, nur wenn man sich sehr sicher ist. So, unser Turm ist kurz vorm Fall. Und was wir hier sehen, so, warum hat denn der blöde Dragon Knight den eigenen Turm kaputt gemacht? Das ist eine Besonderheit, die gibt es, ich bin mir nicht sicher, ob es sie in Heroes of New York gibt. In League of Legends wurde sie ausgebaut. Aber hier in Dota wendet man noch ein Verfahren an, das nennt sich Denying. Man tötet nicht nur die gegnerischen Creeps, sondern wenn man sieht, dass eigene Creeps oder auch eigene Türme nur noch ganz wenig HP haben, dann versucht man selber das eigene Creep zu töten, weil so die Erfahrung, die der Gegner für das Creep bekommen hätte, verringert wird. Und er bekommt auch kein Gold dafür. Also wenn jetzt auf meiner Lane mein Gegner permanent die eigenen Creeps denyen würde und ich so keine Last Hits bekommen würde, würde das meiner Erfahrung und vor allem meinen Finanzen extrem schaden. Das gleiche gilt auch für die Tower. Und die Tower bringen halt extrem viel Geld und daher ist der Goldverlust immens, den der Gegner erleidet, wenn man den Turm kaputt macht. Und? Das darf nicht wahr sein. Nur noch einmal hätte das Doom ticken müssen. Und ich konnte meine Fähigkeiten hier nicht aktivieren, weil El Rodriguez bei Skype wieder online gegangen ist und ich dann die Schaltfläche nicht anklicken kann. Vielen Dank, Rod, du Penner. Ich töte jetzt mal ein paar Creeps im Wald. Ich hätte theoretisch auch hier helfen können, den Turm zu oder den Tower zu pushen. Mach ich jetzt aber nicht. Ich hol mir Geld im Wald. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Es gibt viele Passagen, die durch diese Wälder führen, was Raum bietet fürs Ganken. Also, das kann ja auch eine Taktik sein, wenn man ein Team hat, das viele Stunts hat, also Betäubung, hohen Damage-Output. Dann kann man auch dazu übergehen, den Gegner konsequent und ständig zu ganken, sie fertig zu machen, zu verprügeln, Geld dafür zu bekommen, Geld und EP des Gegners niedrig halten. Sehr frustrierend, sehr ärgerlich, aber manchmal sehr effektiv. In dem Zusammenhang nenne ich hier auch nochmal den Begriff des Harrison. Ich weiß nicht, ob wir jemals in einem Dota-Video sagen werden, wir Harrison den. Harrison bedeutet ja sowas wie, ich glaube, was war die Bedeutung von Harrison? Nerven, Trizen, irgendwie. Und das heißt, dass man konsequent, dafür eignen sich ja natürlich gerade Fernkampfhelden sehr gut, dass man gegnerische Helden immer wieder mit Angriffen, so mit Nadelstichen behagt, um sie zu nerven und langsam zur Weißglut zu treiben. So. Jetzt habe ich mein Devour und verschlinge dann auch meine ersten Kreaturen. Und ich werde den Turm hier denyen, bevor ein Gegner den bekommt. So, und das hat denen finanziell wehgetan. Kaufe mir die nächste Komponente meines Stabs. Eine Ogre-Axt bringt mir plus 10 Stärke. Da ich ein Stärkeheld bin, gehen damit auch gleich meine Lebenspunkte ein Stück hoch. Wichtig ist immer, die Karte im Auge zu behalten und schnell reagieren zu können, wenn was im Busch ist. Ich bin jetzt ehrlich gesagt bei keinen Tower-Push-Aktionen dabei. Ich spiele gerade so ein bisschen eigenbrötlerisch und für mich selbst. Ich spiele aber auch zum ersten Mal mit Bots. Ich
Bin sonst immer gewohnt, dass irgendwann mal Anweisungen kommen oder. Ja. Attack. Hier oben sehen wir auch die Statistiken. 1-1-1 bedeutet ein Gegner getötet, einmal durch einen Gegner gestorben und bei einem Gegner tot mitgeholfen, in Support gemacht. Daneben 31-1 heißt, ich habe 31 Creeps bisher getötet und ein Creep denied. Und das ist der Betrag an Gold, der mir erhalten bleibt, wenn ich jetzt sterben sollte. Das heißt, gerade würde ich knapp 500 Gold aus meiner Tasche verlieren, wenn ich sterbte. Mein Goldvorrat, die vergangene Zeit und die Sekunden. Also Minuten und Sekunden. So, der Lich, der gerade noch hier war, hat sich jetzt verzogen. Es gibt mir wieder etwas Raum, nach vorn zu pushen, Geld und Erfahrung zu sammeln. Ich muss Items nicht zwangsläufig vor Ort kaufen. Ich habe wieder 1000. Ich kaufe mir jetzt die nächste Komponente. Die wird dann hier in meinem Bannkreis abgelegt. Die kann ich nicht mehr abholen, wenn ich mal wieder zu Hause bin. So, aber jetzt möchte ich doch ein bisschen Action haben und werde jetzt in die Mitte gehen. Da spielt sich auch gerade einiges ab. Unser Demon Witch wird verfolgt. Oh, das wird knapp. Boah, da hat er gerade noch geschafft, den Gegner zu stunnen und sich zu retten. Hier nehmen sie alles schon auseinander. Den Ex kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt. Der hält einfach zu viel aus. Oder doch, den kriegen wir kaputt. Wenn dann alle in der Mitte sind, dann kriegen wir ihn auch kaputt. Das Gemeine ist, dass der Ex eine Fähigkeit namens Double Helix hat. Es besteht eine gewisse Chance, dass er bei jedem Angriff so eine Rundumbewegung macht und dabei ein beträchtliches Maß an Schaden zurückgibt. Also gerade im Early Game tut das einem Low-HP-Helden sehr, sehr, sehr weh. Oh, dieser Schneeball hat wehgetan. Und jetzt wird dem Lich wehgetan. Allerdings kann er wohl entkommen. Ich warte nur darauf, dass mein Doom wieder bereit ist, sondern würde so ein Gegner mit so wenig HP... Oh, meine Leute pushen vor. Das ist eigentlich dumm. Am gegnerischen Turm sollte man solche waghalsigen Manöver lassen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man gewinnt, weil man in krasser Überzahl ist oder sonst was. Jetzt haben sich wiederum die Gegner zu weit rausgewagt aus der sicheren Deckung des Turms heraus und mussten dafür einen hohen Preis zahlen. Also jetzt geht's hier gerade hin und her. Oh, da hat mich der Demon Witch wieder mit seinem Stun vor dem Ex gerettet. Oh, der Schneeball. Oh, das Ulti vom Lich regeneriert sich aber auch schneller, als ich dachte. Und jetzt ist er hinter mir her. Ich flüchte. Und da kommt unser Brecher, der Tidehunter, springt in die Bresche, verunsichert sie und alle können noch fliehen. Gut, Glück gehabt. Das war echt knapp. Und jetzt kann ich mir auch die letzte Komponente meines Zepters holen. Aghanims Zepter. Hat eben, wie ich schon sagte, gibt HP, gibt Mana und kann bei manchen Helden das Ulti verbessern. Das wird dann jeweils bei der Ulti-Fähigkeit angezeigt. So hier in Gelb. Zepter upgradable. Increases damage and duration. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. So, momentan hält mein Doom 13 Sekunden und richtet dabei 50 Schaden pro Sekunde an. Hallo. Jetzt dauert mein Doom 14 Sekunden und richtet dabei 80 Schaden pro Sekunde an. Wenn ihr jetzt sagt, ja, nach so viel mehr klingt das jetzt auch nicht. Doch, das ist es. Und nebenbei habe ich eben Dick Mana HP und überhaupt. Ich
sowohl meine Stats. So, und was wir hier sehen, der Drache, das ist der Ritter, den ich erwähnt hatte, der sich immer wieder in den Drachen verwandelt. Verschießt mittlerweile Eisbälle und verlangsamt so auch noch den Gegner, was ihm ein Entkommen erschwert. Und unser Demon Witch rennt jetzt allein nach vorne. Das ist echt Wahnsinn, was hier einige versuchen. So, jetzt habe ich meinen Doom auf den Dazzle, auf den Troll gemacht. Der wird verrecken. Batz. Und kurz bevor er stirbt, kommt die blöde Rülei hier an und mit einem Zauber macht sie den Last Hit. Das würde man eigentlich als Killstil bezeichnen. Die Rülei hat mir eiskalt den Kill geklaut, hat selber das Gold dafür eingesteckt. Das hätte jetzt einen Flame gegeben. So, jetzt hat es aber auch keinen Sinn. Oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass sich die Gegner hier vorgearbeitet haben bis zur Base. Da in der Mitte immer nur herumkämpfen auch wenig bringt, werde ich jetzt hier auf der rechten Seite mal die Creeps beim Pushen unterstützen. Wenn man immer nur stumpf über eine Lane geht, oh, das fährt sich dann in der Regel fest. Man sollte mal versuchen, über mehrere Lanes zu pushen, die Gegner so hin und her laufen lassen, Fehler machen lassen, sie unter Druck setzen. Allerdings ist das hier alleine jetzt auch wenig erfolgversprechend. Oh, jetzt werde ich auch angegriffen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum greift er den nicht an? Der hat einfach zu viele HP. Okay, er hat weniger HP als ich, aber er macht deutlich mehr Schaden an mir als ich. Obwohl, ist das wirklich so? Ja, wie man sieht, ja. Und jetzt hat er mich umgeklatscht. Und es ist halt oft so, dass sich schon relativ früh eine Tendenz abzeichnet, welches Team im Vorteil ist, wer hier das Rennen macht. Das ist dann auch ein wenig das Dilemma bei Dota. Ich bin jemand, der eigentlich nicht gerne vorzeitig lief. Auch wenn ich merke, okay, wir verlieren, ziehe ich es durch, weil das meiner Meinung nach auch dazugehört, auch Niederlagen zu ertragen. Andererseits, die Gegner sind da längst nicht so ehrenhaft. Die sterben in den ersten 5 Minuten einmal und verlassen sofort das Spiel. Also wann immer mal sich abzeichnet, dass mein Team gewinnt, komme ich in der Regel nicht dazu, das Spiel zu Ende zu spielen. Das heißt, ich erlebe meistens nur die Spiele bis zum Ende, die ich verliere. Ja. So, was kaufe ich mir denn als nächstes? Ja, mein Freund. 2 plus 3 mal 12. Keine Zeit zum Ausruhen. Ja, das werde ich mir holen. So, hier wird wahrscheinlich gleich der Axe aufkreuzen. Da ist der Axe auch schon. Bringt das eigentlich was, wenn ich Leuchtfeuer setze? Reagieren die Bots darauf? Das sieht nicht so aus. Ich spiele hier relativ autonom. Boah, hier ist der Axe. Alleine zu pushen ist sehr clever, weil er alleine auch schon viel reißt, während hier in der Mitte die große Armee kommt. Aber ich sehe gerade, unser Team ist schon ziemlich im Vorteil. Die nehmen die Gegner nach Strich und Faden auseinander. Ich bin hier gerade Beiwerk. Aber macht nichts. So, da hat er sich gerade weggeportet. Man kann sich auch Town Portals kaufen, um sich zu eigenen Türmen oder in die Basis zurück zu teleportieren. Es gibt auch Schuhe, mit denen man sich alle 90 Sekunden teleportieren kann zu befreundeten Einheiten und Gebäuden. Man kann sich allerdings nur ein paar Schuhe aussuchen, das man tragen will. Und da es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Arten von Schuhen. Alle mit unterschiedlichen Eigenschaften muss man halt sich überlegen, weil welches macht am meisten Sinn. Und das mit dem Last Hitten, das klappt zum Glück hier ganz gut. Es ist jetzt auch beabsichtigt, dass ich einen Auto-Attack mache. Ich will die Horde nach vorne treiben.
die Gegner unter Druck setzen, während meine Leute da... Da oben die Relay, die Crystal Maiden, die push alleine durch. Hier in der Mitte, ja, da geht's so hin und her. Parallel dazu treibe ich die Meute auch hier nach vorne. Da müssen sie im Idealfall an mehreren Fronten gleichzeitig verteidigen. Dazu wird es jetzt nicht kommen. Relay hat sich hier oben schon zurückgezogen. Also es kann auch mal sein, dass so ein Spiel wirklich lange geht, dass extrem lange hin und her geht, sich nicht viel tut. Und auch da heißt es Geduld bewahren. Wer das nicht kann, der schadet meistens nicht nur sich selbst, sondern dem ganzen Team. Es kann wirklich sein, dass es 40 Minuten auf der Stelle tritt und dann ein großer Zusammenstoß, eine gescheiterte Aktion und plötzlich sind die Gegner in der Basis. Das ist nicht die Regel, aber es kann passieren. Und es ist dann umso bitterer, wenn man genau weiß, hätte ich dies oder das nicht gemacht oder hätte derjenige nicht das oder das gemacht, dann wären wir jetzt noch im Spiel. Jawohl. Dann gehe ich gleich mal hier im Secret Shop einkaufen. Hol mir einen Ring of Health, der mir HP-Regeneration gibt, und einen Voidstone, der mir Mana-Regeneration gibt. Kombiniert zu einer Kugel, die mir beides gibt. Allerdings in Kombination noch ein bisschen stärker. So, jetzt pushen wir hier auch durch. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Begrifflichkeiten, irgendetwas gibt, das man noch erwähnen muss. Hier in der Mitte der rote Punkt. Hier ist ein besonders starkes Monster, nennt sich Roshan. Kann man meistens erst im Late Game niederknüppeln, ist sehr stark und lässt viel Gold, Erfahrungspunkte und ein Aegis fallen. Aegis of the Immortal, ein Schild, der einen, glaube ich, 10 oder 15 Minuten erhalten bleibt und den Träger... Also wenn der Träger niedergestreckt wird, hat er nochmal einen Versuch und wird wiederbelebt. Sehr beliebtes Item, das man sich kurz vor einem Sturm auf die Base holt. So, jetzt geht hier die Party ab. Und wir hätten die Gegner nach Strich und Faden komplett auseinandergenommen. Aber die haben hier den Axe, das ist deren Carry. Der hält einfach so viel aus. Der ist hier in die Mitte reingestürmt und der hat uns aufgemischt. Man sieht auch, der ist nicht klein zu kriegen. Da unser Team aber im Gesamten im Vorteil ist, werden wir, und Axe nicht überall sein kann, werden wir das Spiel jetzt vermutlich so gewinnen, dass wir durch permanentes Pushen über mehrere Lanes die Gegner beschäftigt halten und sie überrennen. Also Axe ist wirklich, der hat sich auch noch ein Item gekauft, das ihm Magieresistenz erhöhte gibt. Der hat sich ein Item gekauft, mit dem er Schaden blockt und widerstandsfähiger ist. Obwohl er so schon widerstandsfähig ist. Die KI hier ist echt gut. Also die kaufen die Items wirklich sinnvoll, bauen ihre Stärken aus. Wahrscheinlich würde sich die KI meines Helden nicht das kaufen, was ich mir jetzt so kaufe. Was ficht euch an? Kann ich dir nicht sagen? Nein, aber ich werde mir jetzt ein Item holen, das gerade für das Pushen sehr hilfreich ist. Ein Battle Fury. Was macht ein Battle Fury? Es hat Cleave-Schaden. Cleavage heißt, ich greife einen Creep an und mache einen prozentualen Anteil dieses Schadens auch an den benachbarten Creeps. Ist natürlich super, um so eine gegnerische Creep-Wave, so eine Welle, schnell kaputt zu knüppeln. Und das mache ich mir zunutze, um die Gegner beschäftigt zu halten. Dauert aber noch eine Weile, bis ich mir das kaufen kann. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Oh, hier in der Mitte geht jetzt die Party ab. Da muss ich zurück. Da bin ich jetzt eigentlich schon wieder zu spät. Oh.
Sie wagen den Ansturm. Und ich habe schlichtweg verpasst. Auf keinen Lanes war ein Feind zu sehen. Da hätte ich schon skeptisch werden müssen. Jetzt überrennen sie uns einfach. Oh Mann. Ich sag noch, unser Team ist im Vorteil. Und jetzt rennen sie uns einfach die Basis hier ein, weil wir unvorbereitet waren. So ein Mist. So, wo jetzt der Turm hier zerstört ist, können sie die beiden Racks angreifen. Eins ist gerade kaputt gegangen. Das zweite auch. Und das heißt, dass die Creeps jetzt, die hier durch die Mitte kommen werden, die gegnerischen, stärker sein werden als unsere. Also die haben auf dieser Lane schon mal einen permanenten Vorteil. Ja, und jetzt... Jetzt sieht man auch unser Team, Mysterien-Team, auf. Nur wir waren gerade unvorbereitet, haben nicht aufgepasst. Deswegen konnten sie das hier zerstören, bevor wir uns formieren konnten. Also so, ja, Unkonzentriertheiten werden dann auch bestraft. Auch wenn man vermeintlich im Vorteil ist. Das war echt dumm. Hier, man sieht jetzt, die gegnerischen Creeps sind ein bisschen angewachsen. Sind auch stärker. Wir werden auf dieser Lane also immer wieder uns mal verteidigen müssen. Beziehungsweise die werden halt da immer wieder vorpushen und einfallen. Und wisst ihr was? Jetzt bleibe ich einfach mal bei meinen Kollegen. Die haben scheinbar irgendwas vor und ich werde jetzt aufhören, nur meine eigenen Brötchen zu schmieren. Obwohl ich mich jetzt schon echt gerne irgendwie, wenn ich das Equipment dafür hätte, mich hier hochgeportet hätte, um an dem Tower zu pushen. Aber die sind da oben jetzt ein bisschen beschäftigt, zumindest einer von ihnen. Und wir pushen hier einfach mal weiter. Wenn man das ganze gegnerische Team eben aufgemischt hat, dann bietet sich natürlich besonders eine Chance durchzupushen. Mittlerweile leben die aber fast alle wieder. So, jetzt sind wir bei denen. Ich habe die ein bisschen zurückgescheucht. Habe dabei auch gut eingesteckt. Oh, ja, das war dumm. Jetzt sollten sie unbedingt die Rex kaputt hauen. Das sind nicht mal gegen Bots spiele ich gut, ey. Das ist schon echt hart. Ja. Jetzt sehen wir, jetzt wird hier geplänkelt. Priorität hätte unbedingt das Rack hier. Wird auch angegriffen. So. Jetzt sind unsere Creeps auch stärker. Das heißt, jetzt ist es wieder ausgeglichen. So, normalerweise würde man jetzt... Obwohl... Ja gut, wo alle Gegner tot sind, kann man es natürlich jetzt machen. Direkt die Tower kaputt machen, um zum Frostthron, zum Hauptgebäude zu gehen. Man könnte jetzt auf eine andere Lane wechseln. Jetzt ist gerade der günstige Umstand, dass unsere Creeps hier pushen. Da sind sie auch auf dem Weg. Jetzt würde man normalerweise von der Mitte hier rüber gehen und die Creeps hier unterstützen, um hier auch noch gleich in die Basis einzufallen und sich auf zwei Lanes einen Vorteil zu verschaffen. Unsere Verbündeten haben sich aber dazu entschieden, Roshan niederzuknüppeln. Ja. Und der Tidehunter, unser dicker Tank, der das Aegis eigentlich am wenigsten braucht, weil er die meisten HP hat und eigentlich nicht stirbt, hat sich das Aegis jetzt genommen. Ich bin ja ein Freund davon, das Aegis eher den Leuten zu geben, die viel Schaden austeilen, aber anfällig sind. Damit, falls sie mal sterben, noch wiederkommen und nochmal austeilen können. So, jetzt hier in der Mitte weiter durchzupushen, das halte ich jetzt eigentlich nicht für so eine gute Idee, weil hier ist nun schon alles kaputt. Andererseits, wenn wir die Gegner jetzt hier einfach alle kaputt knüppeln, dann können wir auch wieder ungehindert angreifen.
unsere... okay, wir überrennen die Gegner jetzt halt einfach. Da ist dann auch nicht mehr viel Not am Mann, was taktische Finessen angeht. Wobei unser Dragon Knight jetzt hier eigentlich, da ist er eindeutig zu übermütig. Wenn, dann soll er die Türme angreifen und nicht hinter den gegnerischen Türmen die Helden. Damit ist keinem geholfen. Jetzt verfolgt mich Ex wieder, um mir den Gnadenstoß zu versetzen. Da setze ich mein Feuer ein, um schneller zu werden und hau ab. Versuche mich mal an den etwas stärkeren Creeps hier im Wald. Auch wenn ich schon angeschlagen bin, hoffe ich mal, dass die mich nicht töten. Oh doch, sie nehmen mich ziemlich auseinander. Das hat sich dann auch erledigt. Ich hänge aber auch vom Level her, glaube ich, ein bisschen hinterher. Ja. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. So, man kann hier auch noch lustige Einstellungen am Wetter vornehmen. Und ganz, ganz wichtig, die Farbe des Wassers verändern. Der Fluss tränkte sich rot vor Blut. So, das ist mein Favorit. Was, das ist eigentlich kein richtiges Wetter, oder? Ja, aber hier... Mondlicht. Das habe ich immer an, eigentlich. Das gefällt mir sehr schön. So, und das ist jetzt so ein etwas für mich persönlich immer unbefriedigender Moment. Wir sind in der Übermacht, wir drücken, aber... Also man merkt, wir sind in der Übermacht, aber haben noch nicht irgendwie so das Mittel, um wirklich zwingend zu drücken, sondern dümpeln so vor uns hin. Eiern herum. So, ich habe jetzt genug Geld für mein letztes Item, um mein Claymore fertig zu bauen. Und dann habe ich meine Cleaving Attack. Außerdem gibt es noch mehr Mana-Regeneration und Schaden und HP-Regeneration. Zack, da habe ich meine Axt. So, und hier ist der Tidehunter in Not. Oder auch nicht. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich dich. Bist gedoomt. Zack. So, ich habe jetzt bedingt durch meine Cleaving Attack eine andere Art anzugreifen. Jetzt stampfe ich. Und ich richte halt Schaden an allen Gegnern in meiner Umgebung an. Boah, das ist immer noch viel zu viel. Solltet ihr euch gefragt haben, warum greift der Arsch ständig den Ex an, wo der rote Bastard doch seine Freundin angreift? Das bringt nichts. Wenn man weiß, der eigene der eigene Damage-Output ist nicht hoch genug, um Ex überhaupt oder Ex oder einen anderen Helden in seiner Lage, wenn man ihn sowieso nicht ankratzen kann, dann sollte man ihn auch nicht angreifen, sondern seine Mühen auf die Helden anwenden, die Schaden nehmen können, die man vielleicht noch dran kriegt. Oh, ganz knapp. Ja, der Turm ist kaputt. Und wir sehen, Ex ist halt wirklich derjenige, der die Gegner noch eine Weile im Spiel hält. Und unser Demon Witch hingegen ist derjenige, der für uns hauptsächlich die Kills macht. Obwohl nein, von unseren 37 ja, sind 12 vom Demon Witch und 13 von unserem Dragon Knight. Der hat auch schon das Maximallevel, hat übelst dicke Items.
Eigentlich haben fast alle richtig dicke Items. Ich habe zwar auch zwei dicke Items, aber mein Equipment ist noch lang nicht so dick wie das der anderen. Ich liebäugle eigentlich damit, mir Portschuhe zu kaufen, damit ich schneller von A nach B komme und bei der Action bin. Wenn man nämlich gerade in so einer Phase ist, wo man eben ständig drückt, wo man die Lanes pusht, um die Gegner in die Defensive zu drängen, ist es natürlich sehr praktisch, wenn man sich von einem Ort zum anderen teleportieren kann. Wenn man sieht, oh, hier oben sind die Creeps gerade fast vor der Base, ja, dann teleportiere ich mich eben hin, um da den Angriff zu unterstützen. Klar, das ist taktisch sehr wertvoll, bedeutsam. Ja, und unser Dragon Knight und der Tide Hunter, die sind beide nicht mehr klein zu kriegen. Also der Tide Hunter noch eher, aber der Dragon Knight, der ist wirklich... Jetzt verpufft auch einfach das Ulti, der Schneeball vom Lich in der... Oh, wow, wow, wow. Wenn X nicht dabei ist, dann können die Gegner nichts mehr ausrichten. Jetzt pushen wir hier auch durch, weil X eben nicht da ist. X kommt erst jetzt, zu spät. Und in der Situation kann jetzt nicht mal er wirklich viel ausrichten, wird er sich wohl denken. Jetzt pushen wir hier gnadenlos durch. Und das ist die zweite Lane, die erledigt ist. Diese Gebäude hier haben keine wirkliche Bedeutung, bringen aber ein bisschen Geld und ja, man räumt dann auch gerne mal auf. Jetzt habe ich plötzlich über 3000. Da lässt sich was mit anfangen. Boah, und jetzt habe ich sogar noch den Last Hit am X bekommen. Da schafft er es gerade noch zu seinem Umzug. So, ich werde aber nicht mehr dazu kommen, mir dicke Items zu kaufen, denn jetzt greifen wir, wo die Türme kaputt sind, den Frostro selbst an. Der geht auch ziemlich schnell kaputt. Gegner werden beschäftigt. Man kann drauf eingehen, ich greife einfach weiter den Frostro an. Und das war's dann auch. Oder auch nicht. Nein, so knapp. Unfassbar. Ja, da ist das Postron trotzdem noch kaputt. Ja, und das war eine Runde mit Dota. Sollte es immer noch Fragen zu, weil ich irgendwas vergessen habe, weil ich irgendwas nicht erklärt habe oder so, dann könnt ihr die Fragen ja einfach stellen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir euch jetzt noch in der Zukunft mit weiter massig Dota-Videos langweilen werden. Ich dachte mir nur eben für alle, die noch ein paar Fragen offen hatten, die verstehen jetzt, worum es geht, die verstehen in etwa, wie es funktioniert. Das war, ja, ein Wie spielt man Dota? Ich bin eigentlich der Letzte, der Leuten zeigen sollte, wie es geht, aber für das generelle Spielprinzip sollte es gereicht haben. Macht's gut, haut rein!